da wieder keiner von meinen auf. Wir gehen ins Elfmeter schießen, nur dass du geil warst, gell? Und somit herzlich willkommen zurück bei PES 2017. Wie du da siehst, der Frani wird nicht wechseln, wir wechseln aber dafür sofortigst in das nächste Spiel. Entschuldigung, wir werden aber diese Startaufstellung dieses Mal wieder lassen und dann im nächsten Spiel werden wir die Strategie wieder ein bisschen umstellen. Ja, genau so werden wir es machen. Man mag es kaum glauben, aber das ist mittlerweile die dritte Episode innerhalb von kürzester Zeit, die ich wieder aufnehme. Ich habe wieder ein bisschen Spaß gefunden bei dem Spiel. Hounslow. Na komm, 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 ich will spielen. Spielen, ich will. Ja, Mannschaft, das ist. Wir sind heute wieder mit der First-Class-Mannschaft unterwegs, gell? Also, Papieren lassen wir uns heute mal nicht. Dir sage es. Heute geht's nur vorwärts und nicht rückwärts. Na gut. Ja, ob es rückwärts geht, das sage ich dir dann. Das ist jetzt nicht euer Scheiß-Ernst, oder? Na gut, Bentley, so. Du Auto, du. Überteuerte Göre, überteuertes Vehikel, du. Ich hätte sollen schauen, wo Hounslow gerade ist, an was für einer an welchem Tabellenplatz gerade das ist, außer Kruzifix. Ja, Spiel mit Sprachstörungen. Ja. Kruze! Nein! Nein! Herrgott Maria! Die Maria! Die Maria! Nein! Duh. Na, das fängt ja schon mal toll an, dir sag es. Ich krieg mein Waffeleisen nochmal zu. Bitteschön, Melikov, du darfst. Du darfst, ihre Speck weg, Margarine am Morgen. So. Jetzt ist aber vorbei, weil die letzten zwei Episoden habe ich genug blöde Sprüche abgelassen. Mit Arsch und Barsch und was weiß ich, was da alles gefallen ist, ne? Das hat sich, das hört sich ja keiner an. Das interessiert ja keinen. Die reine Realität ist immer die beste, gell? Na gut, aus Kenny. Du unbelehrbares Luder! Das gibt's nicht. Da zog der gute Hettich einmal durch. Das kann ja heiter eiter werden. Einmal links und einmal rechts. Und Hettich zog knallhart durch.
geil. Ach so ein geiler Fruchtzwerg, dir sag es. Ja. Hilft aber nichts, wenn er ein geiler Fruchtzwerg ist, wenn er dann vielleicht noch einen Pensionistenschlüpper anhat. Was ist so graue Gardinen, weißt du? Ah! Gefüllt mit Windel! Coutinho! Du riskanter Bastard, Alter! Das gibt's nicht! Herrgott Maria! Jetzt kommt die Maria schon wieder um die Ecken. Ist ja ein Wahnsinn heute mit der Maria. Die hat irgendein Aufmerksamkeitsdefizit, Dingenskirchen, ne? Ja. Und dann kommt Gachan um die Ecken und schreit: Da wird um Keks bettelt, bis nur Keks, Keks, Keks. So. Zack. Ja, ich bin ehrlich zu euch. Ich habe jetzt mal knapp 14 Tage sehr wenige Alternativen oder sehr wenige Medien konsumiert, und ich muss euch ehrlich gesagt sagen, mit all dem, was jetzt Positives passiert ist in der relativ kurzen Zeit, muss ich da offen und ehrlich gesagt gestehen, ist meine Lebenseinstellung wieder bei Weitem positiver. Dir sag es. Und es ist so. Ja, ich gib's zu, ich hab diese dritte Episode, was du da jetzt gerade siehst, das war komplett neue Aufnahme. Ich habe für normal bei PES immer wieder drei Speicherstände. Und das sind alle immer gleich. Einen habe ich aber das mal lassen. Ich habe damals vier Episoden aufgenommen und habe die vier aber dann wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, ist der Kommentar, den ich da abliefer, ist nicht gar das, was ich mir vorgestellt habe. Dann habe ich die vier Episoden wieder gelöscht und habe vor kurzem wieder frisch angefangen mit dem Scheiß. Boah. So, Dani plus Sahne. Giorza, wer ist mitfahren? Wieder keiner, war klar. Nein, der war zu steil und der war zu geil. Gut, sehr schön. Geil bin ich auch, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, bestätigen. Zweite Hälfte gleich. Da werden wir heute durchziehen, dir sage ich es. Da zieht er durch und nicht vorbei. Bares für Rares. Das wollte ich noch erzählen. Und zwar, ich habe dann diese vier Aufnahmen gelöscht und habe mir dann gedacht, gut, Depperter, wenn du so gescheit bist und die vier Folgen löschst, dann nimmst du halt alles von vorne nochmal auf. Weil wer mich, meine, die mich schon etwas länger verfolgen, es sind eh wenige, aber die mich etwas länger schon verfolgen, die wissen, dass ich ab und zu ein bisschen Knacks habe. Knacks ist gut gesagt. Coutinho ist wieder mal aufgewacht. Die alte Torschlampe. Das haben wir jetzt eh gesehen, das brauchen wir uns eh nicht nochmal anschauen. Und ja, und jetzt seht ihr die ersten vier Episoden, oder jetzt ist es einmal die dritte Episode einer hoffentlich wieder öfteren Aufnahme dieses Spiels. Weil ich persönlich muss sagen, ich feiere dieses Spiel. Und vor allem freut's euch, wenn der englische Pokalcup
wirklich so kommt, wie ich mir es vorstelle, dann haben wir noch zwei oder drei lustige Partien vor uns. Ich sag nur Manchester und Manchester, Arsenal und Liverpool. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Und das wird noch verdammt witzig. Und ich werde dabei sicher auch wieder zapfen. Coutinho Alain gegen Sibanem, das ist nie gut. Ich werde mir das nie abgewinnen. Immer vor der rechten oder auf der anderen Seite, auch wieder vor der rechten. Das werden wir nie abgewinnen. Bei mir kommt selten ein Tor im 10-Meter-Raum oder im 11-Meter-Raum zusammen oder zustande. Sehr selten. Wahrscheinlich, weil ich so verliebt bin in diese rechte Seite. Ich weiß, bitte jetzt nicht mit sonstigen Dingen assoziieren, gell? Bitte nicht. Dann kommt gar noch einer und sagt, ja, nur weil ich Rechtshänder bin, ja, okay. Aus! Aus! Da über Gesellschaft, Land und Leute lustig machen. Wie kann ich es wagen, Baby? Ach, so ein geiles Saus. Den Tanzschritt hat's gesehen. Das war ja Ärger wie die Grätzenburger vor die Eiterburm. Ah, ja. Eh schon wissen, ne? Das war der Nummer 1 Chart-Hit. Grutze fix noch einmal. Kenny, also du hast da wirklich heute einen Boscher. Kommt mir das nur so vor, entweder werden meine Partien immer schlechter oder die Sprüche immer tiefer. Ich hab keine Ahnung. Das kannst du dann aussuchen, wie du das halt so managen willst. Mhm. Weil verwalten sagt man halt nicht mehr, ne? Was? Managen? Verwalten? Gut, ich suche einen Sachverwalter. Führt euch dabei. So, nein, bin ich wieder da. Also mir kommt vor, die Sprüche werden immer tiefer und meine Spielweise immer blöder. Aber irgendwie, wir führen ja 2-0, also kann das so schlecht sein. Ich hab schon gesehen, wenn wir dann gegen Arsenal oder solche Sachen spielen, gegen diese Mannschaften, die halt noch wirklich einen größeren Stellenwert haben als da dieses kleine Norfolk, gell, da wird es mir sicher wieder aushakeln. Ich sehe das ja schon kommen, dir sage es. Da wird's Rambo Zambo, da wird's das Spülen Zango Rambo, Mambo Zambo Küchenrambo, so würde ich sagen. Das Wasser krieg ich auch noch schon wieder abseits. Mein Gott, nein. Dir sage es, es ist, naja. Jetzt probier das wieder vor rechts. Schlimm ist das mit den Burm. Er ist ja unbelehrbar. Na wunderbar, er ist unbelehrbar. Sehr. Ja, was tut er jetzt, der Eumel? Dabei waren wir aber, was ich das letzte Mal in der Tabelle geschaut habe, eigentlich nur mehr einen Punkt hinterm Führenden. Das ist ja im Prinzip nicht viel. Kurze Fix, aber 9 Minuten noch. Exklusiv noch Spielzeit. Das habe ich sowieso noch nicht verstanden. Wenn du zum Beispiel 6-0 4-0 führst oder 4-0 vorn bist, sagen wir es mal so, dass du dann 5 Minuten zum Beispiel 5 Minuten noch Spielzeit abarbeiten musst. Finde ich komplett widersinnig. Oder es erschließt sich mir keinen Sinn daraus. Weil die müssten eigentlich in jeder Minute ein Tor schießen, dass die aufholen. Ne? Okay, in einer Minute müssten sie 2 spülen. Damit sie dann noch gewinnen. Schau, Grutze.
Die alte Torsau ist wieder da. Coutinho. Jawohl, 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 ja. Da kommst du nicht einmal zu einem Schluck Kaffee, aber jetzt wird eigentlich das Spiel gleich mal aus sein, oder? Jawohl, 3-0, sehr schön. Höhepunkte braucht man nicht, die hole ich mir bald wieder selber, wie man so scheiß sagt. Coutinho 7 Dingsbums, ja 7 Punkte oder 7 Kronen oder 7 slawische Dollar, keine Ahnung. Weiter geht's, was haben wir denn? Ein Punkt sind wir noch erfahren. Wo war denn jetzt eigentlich Hounslow? Schauen wir mal. Oh! Oh! Ganz unten, Platz 19, auch schön. Wurscht, wir haben 3-0 gewonnen. Das ist wichtig und wir sind nicht. Hätte ich Abschluss 71, Balleroberung 71, Dribbling 69 und Ballkontrolle 72. Geil. Hätte ich 71, Rice 66. Schön. Ja, was haben wir denn als nächstes, Bulli? Ja, aber mich würde interessieren, wo SW irgendwas unterwegs sind, wo die immer dumm gammeln. Wurscht. Dieses und vieles mehr dann in der nächsten Ausgabe von PES 2017. Wir dann da nochmal drüber speichern, gell? So ganz heimlich, still und leis. Sehr schön. Ein früher Treffer reicht für den Sieg. Ich wünsche euch dabei was. Bis zum nächsten Mal und Baba.